Wir gehen's an. Wir haben den ersten Zug und da werden wir jetzt natürlich mal eine Einheit auf das Depot draufsetzen und uns hier allmählich annähern. Gut. Die Panzer, da werden wir mal darüber scouten. Wir haben Aufklärer, das heißt, wir haben keine Gefahr, da irgendwie stecken zu bleiben in seiner Sichtweite. Und wir wollen zumindest einmal die Front hier verschieben. Ja, weil er sieht eben immer zwei Hexes hinein. Das heißt, er sieht jetzt auch unsere Panzer hier. Die stehen zwar in einer Stadt, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich zwei Steps ausschaltet mit dem Luftangriff, ist gesenkt oder ist nicht vorhanden. Aber ein Step könnte er immer noch ausschalten, wenn er uns sieht. Wir scouten mal da hinüber. Warte mal, wir müssen drei Steps innen stehen bleiben. Beziehungsweise, nö, wir fahren jetzt, wir machen das vorsichtig. Wir bewegen uns aber auf die Straße zurück. Dort haben wir nämlich eine Chance, versorgt zu sein. Wir haben jetzt einmal die Front dahergeschoben. Und mit der Infanterie. Schau, das Problem ist, ich würde gerne die Front hier noch verschieben, damit er uns nicht sieht, damit er keine Sicht auf unser Flugfeld hat und da Luftmissionen auf uns niederlassen gehen könnte, wenn er welche hat. Das Problem ist, wenn ich mich hierher bewege, verschiebe ich die Front, aber da das eine feindliche Kontrollzone ist, verliere ich auch alle meine Bewegung. Das heißt, ich müsste dann hier stehen bleiben mit der Einheit und das will ich nicht. Die hat keine Panzerabwehr, die ist gar nicht geschützt. Man könnte jetzt überlegen, wenn wir die Einheit schwächen können, dann ist die Kontrollzone hier weg, dann können wir vorschlüpfen und wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, geht sich aus. Dann stehen wir wieder in der Stadt sicher. Er kann uns nicht sehen. Dann probieren wir das jetzt und zwar mit einem kleinen Luftangriff. Den haben wir jede Runde und hat eine Chance, dass er den Gegner so weit suppresst, dass er seine Kontrollzone verliert hier. Gut, hat nicht geklappt. Das heißt, ich werde mich hierher stellen und das ist natürlich jetzt eine Gefahr. Er könnte einen Luftangriff machen und könnte uns hier einen Step rauskillen. Zwei nicht, weil wir in der Stadt sind, das schützt uns. Und das schützt uns auch gegen Panzer vor allem, wichtig. Aber ein Step könnte uns hier mit einem Luftangriff raushauen. Das sind 20 Prestige. Okay. Mit diesen Panzern hier würde ich mich ein bisschen annähern. Falls der Gegner da wo rauskommt, dann können wir einen Gegenangriff machen und uns dann wieder zurückziehen. Deswegen wollen wir schon etwas näher stehen, aber nicht so nah an der Front, dass er uns sieht. Ja, das ist immer ganz wichtig. Die Frage ist jetzt, ist das sicher, was ich hier mache? Jein. Halb-halb. Also ich glaube, schwache Einheiten, glaube ich, können gar nicht das Headquarter erobern oder zurückwerfen. Mit Panzern könnte er es natürlich machen, wenn er uns hier sieht. Derzeit nehme ich an, sieht er uns nicht. Und was dann noch dazu kommt, du kannst auch nur so ein Headquarter quasi überrennen, wenn du drei Bewegungspunkte hast. Also das kostet sozusagen in das Hex eines Headquarters sich hineinzubewegen, kostet drei Bewegungspunkte. Und das ist normale Infanterie, die hat insgesamt 4, 1, 2, 3, 4, 5, geht sich nicht aus. Und selbst mit Panzereinheiten wäre das schwierig, glaube ich. Aber nur um sicher zu gehen, werde ich da die Einheit herstellen. Okay. Ja, das passt soweit. Ich könnte jetzt eigentlich. Das wollte ich nicht. Rückgängig. Ich wollte jetzt die Panzer hier notversorgen, also bevorraten. Und das ginge jetzt, das wäre ganz wichtig. Das können wir machen. Kostet 5. Ah, schade, das hätten wir eigentlich machen können. Also wir hätten dieses Hex hier quasi sicher
in unseren Frontbereich bringen können mit einer Recon in Force Aktion. Das Problem ist, diese Recon in Force Aktionen können entweder gepanzerte Einheiten machen, also Panzereinheiten, nicht gepanzerte Einheiten, so wie jetzt unsere motorisierte Infanterie hier, bräuchte dazu aber explizit einen Aufgehrer-Step. Den hat sie nicht. Ja, sonst hätte man das hier machen können. Aber vielleicht klappt es nächste Runde. Okay, ja, das war's auch schon. Wir spielen das hoffentlich einigermaßen gefinkelt, dieses Szenario, und schon weiter. So, also es gab einen Luftangriff, tatsächlich, also dürfte Luftangriffe haben, aber dieser Luftangriff hatte keinen Effekt. Wie gesagt, das Schlimmste, was uns da passieren kann, ist, dass ein Step von uns ausgeschaltet wird, weil wir in der Stadt stehen, geschützt. Außerhalb der Stadt könnten es auch zwei Steps sein, die uns gekillt werden. Und trotzdem kann er uns, ich glaube, zwischen ein und drei Steps suppressen. Das tut uns aber nur dann weh, wenn in derselben Runde auch ein Angriff von ihm erfolgt. Und das ist da schon eher schwierig. Ja, mit diesem Hindernis hier, mit der Stadt. Und er erhält keine Artillerieunterstützung, wenn er sich bewegt, außer als Sturmartillerie, glaube ich jetzt nicht. Ne? Also das ist schwierig. Insofern hat das gut funktioniert, was den Schutz betrifft. Aber da haben sich die Australier tatsächlich hinausgetraut. Da stehen jetzt Royal Air Force Ground Crews. Lustig ist das nicht. Das sind grüne Truppen, das heißt, die sind extrem anfällig gegen Panzer. Sie haben zwar die Quickfiring Two-Pounders mit dabei, aber eben an zweiter Stelle sitzend. Und die werden wir jetzt natürlich nicht entgehen lassen da. Die sind noch nicht weak, das heißt, die haben eine Kontrollzone. Ach so, Moment einmal. Ja, Kontrollzone haben sie schon. Aber nicht in unserem Teil der Front. Das heißt, wir könnten... Warte mal. Ja, wir könnten da durchaus angreifen und uns wieder zurückziehen. Selbst mit der Infanterie. Das Problem ist, wir hätten da zwei Verluste. Weil, ja, natürlich unsere Artillerie geht nicht in den Angriff mit. Das ist gezogene Artillerie. Das heißt, wenn man sich bewegt, ist die weg. Dann haben wir nur eine Kampfkraft, ganz normal, von 10. Und immerhin einen Erfahrungsshift, weil wir Regular sind und der Gegner ist grün. Und der Gegner hätte immer noch Verteidigung 9 plus 4. Und, nö, Hügel hat er hier nicht. Also wir haben da zwei Möglichkeiten. Entweder wir greifen mit unserer Infanterie an, oder aber mit unseren Panzern. Die würden wir auch hierher bringen und könnten, die könnten sich danach noch locker wegbewegen, außerhalb der Sicht des Gegners. Die Frage ist jetzt halt auch ein bisschen die, mit welcher Einheit möchte man die Erfahrung gewinnen? Mit den Panzern oder mit der Infanterie? Und ich bin da fast eher geneigt, der Infanterie diese Erfahrung zu geben. Weil so oft hat sie nicht so gute Chancen, hier einen Angriff zu machen, der so durchschlägt. Aber wir müssten die Feinde natürlich vorher noch schwächen. Wir hätten hier nämlich zwei Verluste, das geht gar nicht. Schauen wir mal, ob unser wie gut der Luftangriff durchschlägt. Das ist halt sehr variabel. Also entweder 0 oder bis zu 3 suppressed Steps oder bis zu 2 ausgeschaltete Steps. Da kann alles passieren. Schauen wir mal. Dann nehmen wir uns jetzt natürlich die Möglichkeit, dasselbe auch hier zu machen. So, wir haben 2 Steps suppressed. Das heißt, auch die Panzerabwehr ist jetzt suppressed. Das wäre immer noch 1 zu 1. Oder wir machen es mit der motorisierten, hat gesagt. Das ginge natürlich auch. Aber die ist schon Veteran. Eins zu eins ist eigentlich noch zu schlecht, hat gesagt. Weißt du was, wir machen das mit den Panzern. Die haben hier 4 gegnerische Verluste verursachen, die bei 0 eigenen. Ja, wir machen hier einen Gegenangriff mit Panzern.
Wir haben hier dann noch einen Bewegungspunkt übrig und haben dann noch zwei Punkte vom Extended Movement, mit dem wir uns wieder wegbewegen können, außerhalb seiner Sichtweite. Und das geht eben, weil hier keinerlei Kontrollzonen sind. Dann machen wir das, ja. Also, Panzerangriff. So, und jetzt erkläre ich euch das einmal kurz. Also, wir haben Angriffswert 25 durch die normalen Steps, 4 Angriffswert extra durch unseren Panzerspezialisten. Gegner hat nur mehr 6 Verteidigung, weil er hat nur mehr 2 Steps, die nicht suppressed sind. Und jeder Step hat 3 Defensive. Wir haben einen Erfahrungsbonus, der Gegner ist grün, wir sind regulär, macht ein 1er-Shift für uns. Und wir haben einen Panzershift von 4. Das ist natürlich massiv. Der Gegner hat nämlich, meines Wissens nach, keinerlei Panzerabwehr mehr. Die Panzerabwehr hier ist suppressed und der intrinsische Wert ist nur mehr 2. Und wir haben aber 3 hier plus, anscheinend wird das dann abgerundet, weil wir haben hier 3 mal 5 macht 1,5 und das wird anscheinend auf 1 abgerundet. Das heißt, insgesamt haben wir eben einen 4er Panzershift. Und das heißt, wir haben insgesamt 5 Shifts für uns. Das heißt, aus 3,88 wird das Maximum 9. Das ist schon gedeckelt. Und ja, schaut gut aus, ne? So, und wir haben da jetzt eben 40 Erfahrungspunkte gesammelt. Und das hat jetzt auch dazu ausgereicht, dass wir unser Headquarter aufleveln können. Allerdings lacht mich da nichts wirklich an, muss ich jetzt gestehen. Brücken reparieren. Assault Crossing. Ehrlich gesagt, das lacht mich alles nicht an. Dann nehme ich das, die Gratis-Version, ehrlich gesagt. Das war keine gute Auswahl für uns. So, und jetzt bewegen wir uns mit den Panzern wieder weg. Das ist ganz wichtig, ja, damit er uns jetzt nicht mehr sieht. Und wir müssen jetzt schauen, die Front ist jetzt nach vorne gerückt. Das heißt, warte mal, ist da... Da ist eine Kontrollzone. Ich würde gerne nämlich die Front wieder verschieben. Geht aber nicht. Ja, dann bewege ich mich wohl hierher zurück. Und das Wichtige ist auch, wir haben unsere Panzer hier nicht verloren. Die wären eben der erste Verlust, das muss man sich immer vor Augen führen. Okay, und ich meine, da ist es jetzt fast schon egal. Der Gegner sieht uns hier, er sieht uns auch hier vorne. Er hat jetzt keine Artillerie unmittelbar dran stehen. Aber er könnte natürlich mit 2 verschiedenen Einheiten auf uns wirken, wenn er wollte. Dann machen wir es so. Ich weiß, der Gegner sieht diese Einheit. Deshalb grabe ich mich hier ein. Das verringert die Chance, dass wir... Oder das schaltet zumindest die Chance aus, dass wir 2 Verluste durch einen Luftangriff erhalten hier. Zack. Gut, da unten haben wir noch immer die Gefahr, wie in der letzten Runde. Ansonsten wollte ich einmal hier gescoutet haben, ehrlich gesagt. Schauen wir mal, was da so steht vom Gegner. Ja, passt. Nächste Runde. Ah, halt. Verstärkungen. Und unser Depot werden wir auch nach und nach aufleveln.
Sehr gut. Kein Effekt. Oh, der Gegner hat sich überall herausgetraut aus seinem Festungsgürtel. Wir sehen, er steht auf allen drei Perimeters im Offenen, ohne Entrenchment, aber hier rechts und hier links scheinen recht starke Einheiten zu stehen, ja. Vier normale Steps, Veteran mit Aufklärern und Matilda 2 Panzer Spezialist. Das ist heftig. Defensive 7 und einen 3er Armor Shift. Das ist eine Macht. Das ist ziemlich wuchtig. Da müssen wir schauen, wie wir die bekämpfen. Und hier drüben haben wir Artillerie und Pioniere mit dabei. Ebenfalls vier normale Steps auf Veteran. Das ist jetzt einigermaßen stark, was da steht. Und nichts, was wir nicht kleinkriegen könnten. Man muss jetzt halt nur schauen, dass man es gescheit macht. Ja, also wir haben zwei Luftangriffe, die müssen wir geschickt einsetzen. So, die Matilda-Panzer, das ist ganz wichtig, sitzen an dritter Stelle. Das ist eine ganz wichtige Info. Und leider wurden unser Panzerregiment hier Supply Disrupted diese Runde. Deshalb haben sich die unterdrückten Steps nicht regeneriert. Wir könnten sie aber notversorgen für 5 Kommandopunkte, dann wären die wieder aktiv. Also die Idee wäre jetzt halt die, dass wir einen unserer großen Luftangriffe auf die Einheit werfen. Dann sind nämlich zwei normale Steps, die Matilda-Panzer und die Aufklärer, sicher suppressed. Das heißt, der Gegner hat dann nur mehr zwei normale Steps übrig. Und da fährt dann halt wieder, so wie fast in der letzten Runde, fährt dann voll unsere Panzer fern da hinein. Das wäre möglich. Nur müssten wir dazu halt einen unserer beiden großen Fliegerangriffe einsetzen. Jetzt kann man natürlich überlegen, ist es das Risiko wert? Hat der Gegner noch weitere Einheiten mit dieser Stärke? Weil dann wäre das natürlich blöd, ne? Weil wir können das jetzt noch nicht halten, wahrscheinlich dauerhaft. Aber ich meine jetzt, wir gehen das Risiko ein und setzen wirklich vollen Luftangriff auf diese Einheit. Zumal die sich eben ab der nächsten Runde hier eingraben wird. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit, sie wirklich schnell zu zerschlagen und zu zerstören. Ja, wir probieren das. Also, zuerst Notversorgung für unsere italienischen Panzer. Zack, jetzt hat sie alle Steps wieder aktiv. Dann großer Luftangriff, großer Luftangriff auf die Matilda-Panzer sozusagen, die hier mit dabei sind. So, 0 zu 4. Das sollte vernichtend ausfallen. Jetzt ist das schon, muss man auch dazu sagen, jetzt ist das schon ein bisschen besser geworden, weil wir sind jetzt schon Veteranen. Das heißt, wir haben ein extra Shift. Aber es würden. Achso, nein, warte mal. Wenn alle normalen Steps einer Einheit ausgeschaltet sind, glaube ich, lösen sich die Spezialisten auch auf. So wird das sein. Also, wir sollten sie hier wirklich zerschlagen, die Australier. Machen wir das. Sehr gut. So, und jetzt beginne ich aber mal, die italienischen Panzer ein bisschen weiter nach Osten zu shiften. Wir müssen aber am Ende hier angreifen mit denen. Und schön drei Hexes tief in der Front, ja, damit wir nicht gesehen werden. Das ist immer wichtig, weil da könnten wir eben zwei Steps durch einen Luftangriff verlieren. Okay. Aber der Gegner hat dann noch immer eine Kontrollzone. Das nervt mich ein bisschen. Müssen wir schauen, ob wir die dann vielleicht wegkriegen. Gut. Ja, da werde ich jetzt diese Runde vermutlich noch nicht allzu viel machen können, oder? Der Vorteil wäre halt, die sind jetzt auch nicht noch nicht eingegraben. Ja,
Schaut euch das an. Wir haben da eine irrsinnig starke Einheit, eine irrsinnig starke Panzereinheit und sie haben hier halt keinerlei Panzerabwehr. Daher drei Verluste für sie, kein Verlust für mich. Tut weh. Wobei, es ist natürlich, ich glaube, bei 6 Orts ist die Gefahr schon da. Wisst was? Ich. Auf Schwierigkeitsgrad halt. Ich habe mir das einmal angeschaut und habe gesehen, dass 6 Orts quasi das Mindestmaß ist, damit ich keinen Verlust habe. Aber da gibt es halt einen gewissen Zufallsfaktor mit dabei, glaube ich. Dementsprechend werde ich jetzt da noch den kleinen Luftangriff auch drauflegen. Ein Step gekillt, sehr gut. Und jetzt haben wir hier. Ah, ist noch immer 6, aber halt 5,84. Ja, war mir recht. Das ist zu unsicher sonst, glaube ich. Und zack. Sehr gut. Wir haben nichts verloren. Und hat der Gegner da eine Kontrollzone? Das ist jetzt die Frage. Schaut nicht so aus, aber Achtung, Achtung. Unser Aufklärer-Step ist suppressed durch den Angriff. Das heißt, wir wissen eigentlich nicht, wenn da eine Einheit steht. Und die hier eine Kontrollzone hat und wir fahren da hinein, kriegen wir keine Warnung und verlieren alle unsere Bewegungspunkte. Das ist mir das Risiko hier nicht wert. Ich möchte nur schauen, dass die Einheit wieder versorgt wird, weil jetzt müssen wir dann langsam an den Angriff, an den finalen Angriff denken. Und die Einheit war letzte Runde unversorgt. Gut, aber wir haben da jetzt auch die Einheit auf Veteranenstatus gebracht. Das ist nicht schlecht, ohne eigene Verluste. Okay, sonst sehe ich keinerlei Handlungsbedarf. Ah, warte mal, zu viele Italiener kommen nach. So. Okay, bisher klappt es ganz gut. Also ihr seht, wir zerschlagen die Australier da mit unseren gepanzerten Gegenangriffen, wenn sie sich ins Offene rauswagen. Das klappt relativ gut. Also wir haben 8 Gegner-Steps vernichtet, ohne eigene Verluste bisher, glaube ich. Und das waren schon ziemlich starke Einheiten dabei. Und das Gute ist jetzt, ihr seht hier die Straggler. Die bewegen sich natürlich auch alle zum gegnerischen Headquarter zurück. Und jeder Straggler, der beim Headquarter ankommt, senkt in der nächsten Runde quasi die Kommandopunkte des Headquarters um einen Punkt. Das heißt, er kann dann auch weniger andere Dinge unternehmen. Wobei für die Luftangriffe, die kosten keine Kommandopunkte. Aber was jetzt so Eingraben oder Suppressive Fire oder so betrifft, ja. Die werden sich wahrscheinlich trotzdem eingraben können nächste Runde, ja. Aber wir haben ja noch einen Luftschlag auch. Ja. Passt, nächste Runde. Ah, Moment. Aufleveln. So. Ist, das habe ich voll übersehen. Da hätten wir uns auch eingraben sollen. Da sind wir ja in Sichtweite des Gegners. Die Front ist auf 2 Hexes auf uns dran. Aber zum Glück kein Verlust. Das war aber glücklich. Da habe ich nicht aufgepasst. So. Er ist wieder nachgerückt, aber die Einheiten werden jetzt schon deutlich schwächer. Das sind 3 Steps, reguläre Qualität ohne irgendwas. Keine Panzerabwehr, nix. Das sind 2 Steps, Veteranen zwar mit Artillerie, aber auch keinen Panzerschutz. Das heißt, es geht munter so weiter, glaube ich. Ich habe nur übersehen, dass sich das dann nicht mehr ausgeht. Immerhin sind wir jetzt versorgt mit den Panzern. Positiv auch, dass es sich hier nicht eingraben konnte.
Gut, na dann werden wir hier einmal notversorgen. Die italienischen Panzer waren hier nämlich Supply Disrupted. Und hier angreifen. Und das war jetzt saudumm von mir. Weil der Gegner hatte anscheinend eine Kontrollzone. Habe ich das übersehen? Deswegen sitze ich jetzt hier relativ stark fest. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, warum. Das war jetzt nicht so geplant. Das ist dumm. Jetzt überlege ich mir, ob ich nicht wirklich vorgehe, um die Front zu verschieben, weil jetzt sieht er meine Panzer und die stehen da im offenen, das ist nicht gut. Ja, dann werde ich jetzt noch vorgehen und die Front vorrücken. Und mich dann am Objective eingraben. Hat er da Pioniere mit dabei? Nein. Okay. Dann mache ich hier schon zu. Moment einmal, wieso habe ich da so viel verloren? Wieso sind die nicht 50 Punkte wert? Leider schaut es so aus. Ich habe mir jetzt die Videos nochmal angeschaut. Anscheinend, ohne dass das wirklich da gestanden ist. Ah, da steht's. Habe ich nicht aufgepasst. Diese Objectives sind ab der ersten Runde gelaufen. Nur in der Übersicht steht das nicht dabei. Also da würde normal stehen, Take Turn Zero and Hold. Steht hier nicht. In dieser Übersicht hätte man es gesehen, hier bei 0. Aber das habe ich natürlich jetzt nicht gewusst und habe daher nicht darauf geplant. Das heißt, in der zweiten Runde waren sie Nummer 40 wert und ab jetzt sind sie Nummer 25 wert. Also, tja, dumm gelaufen. Aber trotzdem, wenn wir wenig eigene Verluste nehmen, haben wir immer noch, wenn wir alle drei haben, plus 75 Prestige. Insofern spiele ich das jetzt weiter, ja. Aber das hätte man natürlich wissen müssen. Ist auch blöd gemacht, muss man jetzt zu meiner Verteidigung sagen, dass das nicht da dabei steht. Okay. Ich glaube, ja, wir spielen das trotzdem weiter. Okay. Gut, dann ja, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Zug zu beenden. Beziehungsweise wir könnten noch schauen, wir haben ja noch einen Luftangriff. Ja, wir sollten uns da wieder annähern drüben. Damit sich das dann wieder besser ausgeht. Ich hätte sie gerne im Notfall, also bevorratet. Das geht jetzt nicht. Wieso hat der Gegner hier die Front nach vorne schieben können? Das gefällt. So, weil ich keine Kontrollzone hatte, alles klar. Warte mal. Folgendes. Ah, hier hat der Gegner keine Kontrollzone, obwohl er drei Steps hat, weil das in meinem Frontabschnitt ist. Das heißt, ich kann Folgendes machen.
So, und jetzt sieht er mich nämlich hier nicht mehr, weil ich die Front wieder verschoben habe. Und trotzdem stehe ich noch innerhalb meiner Notversorgungsreichweite hier. Und ich stehe dann nah genug dran, um hier den Angriff machen zu können. Und dann würde ich einmal einfach aus Jux und Tollerei, weil ich diesen Airstrike ja jede Runde habe, würde ich versuchen, hier noch einen Punkt oder vielleicht sogar zwei auszuschalten. Suppression hilft nicht sehr, aber wenn ich da einen Step killen kann, wäre das cool. Zwei gekillt. Das ist natürlich jetzt gut gelaufen. Da war jetzt auch die Panzerabwehr mit dabei. Haha, das war cool. Sehr schön. Okay. Dann auf in die nächste Runde. Beziehungsweise, warte mal. Da sollte ich ein bisschen aufpassen auf mein Depot. Er sieht eh nicht so weit, aber der Teufel schläft nicht. Okay. Trucks, danke für die Erinnerung. So. Okay. Wieder Glück. Also wir haben echt ein bisschen Glück mit den Luftangriffen des Gegners, dass er da nie irgendwie Erfolg hat. Sehr schön. Und der Gegner hat hier seine Stragglers, hat er wieder nach vorne geschickt hier und die Einheit verstärkt. Ihr seht, da sind zwei Steps dazugekommen, aber die starten immer suppressed. Das heißt, die erholen sich erst in der nächsten Runde, sozusagen. Gut, wir haben jetzt Zug 5 von 7. Und es scheint so zu sein, als hätte der Gegner nichts mehr wirklich Starkes. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er sich da noch zu einem stärkeren Gegenangriff rüstet. Insofern kommt einmal hier der Angriff jetzt. So, und dann, ui, wir müssen uns echt sputen mit unseren Panzern, mit unseren italienischen, dass wir da rechtzeitig rüberkommen. Die haben 5 plus 2, 1, 2, 3, ja, okay, nächste Runde passt es dann, aber aufpassen. So, in Tiefe 3, damit uns der Gegner nicht sieht. Und wir könnten jetzt die Panzer notversorgen. Beziehungsweise die hier würde ich gerne jetzt bevorraten, damit das nächste Runde sicher ist. Das kostet halt 5. Das machen wir jetzt. Und hier sollten wir uns eigentlich beginnen einzugraben. Geht nicht, warum? Ah, ich glaube, die Einheit muss versorgt sein, die Runde. Kann das sein? Yep. Also ihr seht, die hatte Supply Disruption. Deswegen kann sie sich diese Runde nicht eingraben. Die hier hatte keine Supply Disruption, deswegen kann sie sich eingraben. Dann wurde uns hier die Entscheidung abgenommen. Okay. Ja, und dann wieder, einfach weil wir es können. Luftangriff. Diesmal nur zwei Steps suppressed. Da können wir noch keinen Angriff wagen. Nächste Runde dann. Das Blöde ist, die sind Veteranen, das heißt, die erholen, wenn sie versorgt sind, drei Steps. Das heißt, falls der Gegner keine Supply Disruption hat, sind die nächste Runde wieder voll da. Aber es gab halt die Chance auf einen Kill. Das wäre halt cool gewesen. Okay, jetzt wird es langsam ernst. Schauen wir weiter. Drei suppressed, ouch. So. Also, ich würde sagen, jetzt greifen wir an, oder? Eine Runde zu früh, aber was soll's. Vor allem der Gegner hat halt eine Lufteinheit pro Runde.
Das heißt, wir nehmen da nicht sonderlich viel extra Schaden, außer er beginnt dann wirklich anzugreifen. Wir haben hier unseren Notfall-Supply aufgebraucht. Und hier sind wir Supply Disrupted schon wieder. Das ist nervig. Deswegen müssen wir jetzt hier den Emergency Supply einsetzen. Und jetzt greifen wir hier an mit 0 zu 3. Panzerangriff. Los geht's. Beziehungsweise, warte mal, wir könnten zuerst noch unsere Air Attack draufhauen. Einen extra Step Suppressed. Erhöht die Retreat-Chance auf 100%. Und wir ziehen uns wieder zurück. Hit and run. So, wir wissen, dass hier ein Feind steht. Wir wissen aber nicht, welcher Feind das ist. Und das Gemeine ist, wir können es auch nicht herausfinden, weil wir können unsere Recon Enforce Ability nicht machen, weil wir hier außerhalb der Kommandoreichweite sind. So könnten wir das Hex hier quasi die Front hierher verschieben. Und dann würden wir mit ein Hex Sichtweite von der Front weg, würden wir genau sehen, was da steht. So, wenn die Front ein Hex entfernt ist, sehen wir nur ein Hex tief und sehen nicht so tief rein. Wir würden zwei tief sehen, falls die Kommandoreichweite hier angrenzen würde. Das ist jetzt ist ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ist nicht so easy. Dann wage ich da doch noch nicht, mich hierher zu bewegen. Weil wenn die da Artillerie haben, könnten die mich ganz massiv suppressen. Das ist mir zu riskant. Andererseits, wenn er Einheiten hat, die noch Kontrollzonen haben, könnte er mir natürlich dann den Angriffsweg zustellen. Insofern, ich riskiere das jetzt. Ich fahre da hinein in die feindliche Kontrollzone. So. Wir haben, Gott sei Dank, keine Artillerie, keine Panzer. Es sind nur Panzerabwehr und Pioniere. Nicht so schlimm. Also da habe ich wenig zu befürchten. Und er müsste da auch über den Fluss hinweg, oder über den Wadi hinweg angreifen. Gut, die Pioniere würden ihm das erlauben. Okay. Also wir haben jetzt alle Objectives derzeit. Gegenangriffe sind aber freilich möglich. Zu überlegen wäre jetzt noch, eine reguläre Einheit kann maximal zwei Steps pro Runde recovern, wenn sie in Supply ist. Das heißt, wenn ich jetzt auf so eine Einheit, die schon ein Step suppressed hat, noch meine Luftattacke draufwerfe, dann hat die fünf suppressed Steps und regeneriert nur zwei davon. Das heißt, rein theoretisch könnte ich dann vielleicht hier die Pios raushauen. Das wäre schon cool. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt. So, und ich hoffe jetzt eben, dass die nächste Runde nur zwei normale Steps recovern. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Werden wir mal sehen. Okay. Yep. So. Ja, also da sehen wir, nur noch um das komplett zu machen, die Pios und die Panzerabwehr sind nach wie vor suppressed. Er hat nur zwei normale Steps recovered hier. Und ich glaube, das war's. Wir sind durch. Also es war jetzt kein prächtiges Feuerwerk. Ja? Es war jetzt, wir haben kein einziges sekundäres Objective eingenommen. Und leider, das war mir nicht bewusst, wie ich es geplant habe, haben wir eben statt 150 nur 75 Prestige bekommen. Aber wir hatten keinen einzigen eigenen Verlust. Das ist was wert. Wir haben Erfahrung dazu gewonnen.
Wir haben zwar einiges für Spezialisten ausgegeben, aber die bleiben uns für die weiteren Szenarien. Also die sind jetzt nicht verloren, ja. Also ich glaube, es war langfristig gesehen nicht einmal so schlecht, wie ich das jetzt da gemacht habe. Vor allem auf dem Schwierigkeitsgrad wird es halt wirklich auch schwierig, mehr zu erreichen, sage ich einmal, ja, ohne dass man zu viel eigene Verluste hat. Ja, ich glaube, wir können aufhören, beziehungsweise wir könnten noch schauen, warte mal. Wir haben jetzt den letzten Zug noch. Ich weiß nicht, ob der Gegner dann auch noch einen Zug bekommt, wahrscheinlich schon, aber ich drücke jetzt nochmal auf Continue, weil wir können jetzt natürlich noch die Spezialisten-Steps in die Armee-Reserve zurückgeben. Das ist deshalb nicht uninteressant, weil das kann man zwar mit den Einheiten auch machen in der Aufstellungsphase, man kann also die Spezialisten-Steps abziehen, aber, wie ihr gesehen habt, kostet uns das immer einen Punkt, einen Kommandopunkt, wenn wir das machen. Und wenn wir das jetzt dann noch erledigen können, sparen wir uns dann zu Beginn des nächsten Szenarios womöglich halt diese Kommandopunkte auszugeben. Und das würde ich jetzt besonders hier überlegen, weil ich weiß nicht, ob wir diese Einheit, die haben wir nur mal einmal nachher. Und ich weiß nicht, ob in welchem Szenario das sein wird. Und da haben wir jetzt relativ starke Panzer drinnen und die würde ich natürlich gerne abziehen, um ehrlich zu sein. Kann ich aber nicht, weil die Einheit nicht versorgt war. Und ich befürchte, da macht es keinen Unterschied. Wenn ich die jetzt mit dem Headquarter versorge, kann ich sie trotzdem nicht abziehen. Das ist blöd. Das ist blöd. Bei allen anderen Einheiten ist das egal. Und das tut weh. Ne, kann nicht abziehen. Das ist schade. Ja gut, was soll's. Dann ist jetzt hier Ende. Wobei ich das auch nicht allzu gut gelöst finde, muss ich dazu sagen. Ja, also dieses Abziehen von Steps am Ende des Szenarios, wenn man nicht weiß, wann die Einheit wiederkommt, ist ein bisschen seltsam. Aber okay, was soll's. Gut. Ende, Ende, Ende. Ja. Also, Score ist nicht berauschend, aber ich glaube, es könnte uns für die nächsten Missionen helfen. Wir haben keine Verluste gehabt und 5 feindliche Einheiten, also komplette Einheiten ausgeschaltet, wobei die halt nicht sehr stark waren. Einen Score von 13 plus 80%, weil wir auf Schwierigkeit gerade hart spielen. Das heißt, wir haben 23 Punkte dazu bekommen. Letzte Mission waren es 280, aber okay. Kräfte erhalten. So, wir sind zurück auf der Übersichtskarte und da sehen wir jetzt eben, der Marsch auf Suez hätte uns dann auch noch 50 Prestige extra gekostet. Also wir hätten Tobruk erobern müssen und 50 Prestige hätte es dann auch noch gekostet. Insofern, ja, hat nichts sollen sein. Und wir haben jetzt 140 Prestige und können zur nächsten Konferenz, zum nächsten Kapitel fortschreiten. So, okay, das nächste Kapitel schaut dann folgendermaßen aus. Wir haben hier nur eine einzige Mission. Retreat from Tobruk. Und, da sehen wir jetzt, wir haben italienische Headquarters. Das 20. Corpo, wahrscheinlich motorisiert, nehme ich mal an. Und das 21. Corpo, unter Enea Navarini. Und wir können jetzt auch wieder Karten kaufen. Und unsere Headquarters natürlich aufleveln. Aber das schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Okay, ciao, ciao.